Hallo Leute und willkommen zurück zu meiner Let's Play zu Pferd und Pony Best Friends, mein Pferd. Ja, unser eines Turnier habe ich ja versaut, obwohl wir trainiert haben. Ja, das war irgendwie auch ein bisschen doof, aber okay. Was haben wir draus gelernt? Übe nicht für das Springturnier. So, weil sonst haben wir es immer drauf gehabt. Vor allem da, wo wir das nicht mehr geübt haben. Wo wir echt nicht mehr geübt haben und so, weil da war es irgendwie doch ein bisschen irgendwie, da haben wir besser noch abgeschnitten. Haben wir angefangen zu üben und so, wurde irgendwie alles schlecht. Ich sage, man wird da nicht mehr üben, einfach fürs Turnier. Aber ich gucke gleich sowieso nochmal auf den Plan, ob jetzt dann wieder Springen angesagt ist oder ob das nächste dann wieder sozusagen ein Schönheitsturnier ist. Weil im Moment hatten wir kaum noch irgendwie ein Schönheitsturnier. Das wundert mich nämlich so ein bisschen. Aber wie gesagt, das gucke ich dann gleich mal, was denn da so gleich angesagt ist. Oder was heißt nicht gleich, aber im Laufe der Tage müsste eigentlich mal wieder eins kommen, sozusagen. Also denke ich mir mal, wie es heißt. Und da gucken wir doch mal, was denn da anliegt. Aber wie gesagt, üben tun wir dann trotzdem nicht, auch wenn es ein Springturnier ist. Weil wie gesagt, sonst verhaue ich es wieder und dann komme ich hier gar nicht mehr irgendwie weiter im Spiel. Also das ist dann ja immer so ein bisschen blöd, weil man immer ein bisschen zurück bleibt sozusagen. Und, ups, Entschuldigung Susi. Ich habe außerdem, obwohl du noch nicht deinen Huf gegeben hast, wollte ich Hufen auskratzen. Wie gesagt, sorry. Nee, aber wie gesagt, also da gucken wir dann mal, was dann da so anliegt. Aber wie gesagt, ausreiten, danach wieder longieren und so, das werden wir trotzdem sozusagen mal machen. Aber stimmt, eigentlich müsste ich gleich einsehen. Ach, Susi, jedes Mal. Müsste ich mal gucken, was wir eigentlich noch sozusagen trainieren müssten. Aber eigentlich müsste sie irgendwann eigentlich echt gut da drin sein. So, gucken wir doch mal. Pferdeinfo. Geschwindigkeit 97, Ausdauer 100, Kraft 98. Da sind wir schon fast auf dem guten Weg, um das einfach drauf zu haben. Achso. Immer noch das Spiel. Also wir kommen hier rein, reiten dann hier, haben hier hintereinander gleich zwei Sprünge so ungefähr. Reiten zum Bogen, und dann kommt das nächste, reiten noch einen Bogen, dann kommt nochmal das nächste. Dann reiten wir hier entlang, machen einen. Ich dachte, wir müssen einen großen Bogen reiten. Irgendwie bin ich gerade ein wenig verwirrt. Aber wahrscheinlich geht dieser Punkt da lang. Achso, gut, dann müssen wir nämlich doch hier lang. Ach ja, das ist auch die 7, steht ja extra dran, ne? Reiten einen etwas größeren Bogen sozusagen, reiten dann über die 8 und dann reiten wir hier zwischen diese beiden Hindernisse, weil einmal wollte ich ja hier so ein bisschen abkürzen, das funktioniert natürlich nicht. Das haben wir öfters ja mitbekommen. Reiten dann hier und dann geht's da zum Endsprung. Ja, okay. Also irgendwann sollte ich es echt mal drauf haben. Aber ich denke mal, das dauert wohl noch. So, dann nehmen wir doch mal hier die Ausreitdecke. Dann nehmen wir unseren Wandersattel. Unsere normale Trense. Susi, warum drehst du dich eigentlich im Moment an Dorn? Huh? So, dann wollen wir doch mal. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Hol doch mal. Wir können noch mal ganz kurz im Tagebuch. Ich meine, Susi ist zwar jetzt schon gesattelt, aber egal. So, waren mal nicht auf den Übungsplatz, haben heute so ein wenig in der Naturspringen geübt. Ja, funktioniert ja auch. Das heutige Turnier haben wir leider nicht sehr erfolgreich. Ich habe Platz 6 belegt. Waren erst später auf dem Übungsplatz. War keine Kutiti. Ja, das war natürlich echt blöd. Was ist das hier, bitteschön? Was habe ich denn da bitteschön geschrieben? Ups. Nee, das B sollte eigentlich schon drinnen bleiben. Und das E eigentlich auch. So, genau. Üben schon mal für das nächste Turnier. Genauso speichern, bevor dieser Rechtschreibfehler dann noch länger drin bleibt. So, Susi, dann können wir eigentlich ja jetzt mal vor den Stall gehen.
und können schon mal anfangen zu reiten. Na, um mal einfach mal zu gucken, was Susi denn noch ganz so ruhig. Vieles kann. Gleich geht's raus. Ja, sie ist ja schon ganz ruhig. So. Wieder einmal in der Natur, so schön hier. So, ein bisschen schneller mal hier, Susi. So, ich denke mal, wir reiten nämlich wieder da hinten entlang. Mal gucken, was wir an Springübungen heute mal machen. Bei Springen müssen wir auf alle Fälle immer eigentlich ein bisschen mehr üben, sozusagen. Weil ich denke mal, Springen fördert ja auch mal diese Kraft vom Pferd einfach, ne? Wenn wir hier nur rumdüllen oder so, dann kriegst du ja nie richtig an Kraftgewinnung. An Schnelligkeit, gut, ich meine, an Schnelligkeit kann ich noch nicht so viel machen, weil das muss Susi selber wissen, wie schnell sie laufen will und kann halt eben. Aber wie gesagt, springen müssen wir trotzdem an den Zaun üben. Auch wenn das manchmal nicht irgendwie richtig hinhaut, aber das macht ja eigentlich ja nichts. Finde ich jedenfalls. So. Und hopp. So, das hat schon mal hingehauen. So, dann hier entlang. Dann hopp. Ja, das hat im Moment Susi noch drauf. Noch kommen wir rüber. Noch haben wir hier nicht so ein großes Problem, dass sie hier nicht rüberkommt. Aber denke mal, jetzt zum Beispiel kommen wir wieder einmal nicht rüber. Susi wird immer so ein bisschen ungeduldig dann. Susi möchte anscheinend gar nicht mehr. Doch, jetzt wieder. Jetzt habe ich es auch ein bisschen wahrscheinlich auch besser angeritten. Gut. Machen wir es halt eben immer so. Geht doch. Oh, Susi, du bist ja so ein braves Pferd. Ja, ist ja schon gut. Ja, oh, richte dich doch nicht immer gleich auf, Susi. Dann geh auch einfach hier diesen Bogen. Meine Güte. Das Pferd, das regt sich immer so künstlich irgendwie auf. So, geht doch. So, und da hinten reiten wir jetzt wieder raus. Ich möchte auch einmal eigentlich immer voll gerne über diesen Zaun springen, aber ich glaube, dann. Ich glaube, das schaffen wir wohl nicht. Ich glaube, das können wir, glaube ich, vergessen. Wäre aber auch recht toll gewesen, wenn man da sozusagen einfach über den Zaun auch springen könnte. So, dann üben wir jetzt einfach hier nochmal so ein bisschen springen. Auch wenn hier gar nichts ist, aber das ist ja nicht schlimm, macht ja nichts. Man kann ja einfach mal so ein bisschen rumspringen. Na, solange sie ja wieder hier nicht mal anfängt mit uns rumzubuggeln. Was hat sie wohl nur gemacht, wo sie noch recht jung war. Jetzt ist sie ja schon 10. Jetzt macht sie es nicht mehr. Wird sie ja ein bisschen vernünftiger hier. So, dann reiten wir da hinten wieder bei einem Laden vorbei und so. So. Jetzt reiten wir da wieder so ein bisschen entlang. Ah, seht ihr? Oh, ich hätte ja noch die Lounge und so einpacken können. Hm. Hätten wir nachher nicht wieder extra dahin gehen müssen, um die Lounge zu holen, dann hätten wir nämlich wieder alles viel, viel schneller gehabt. Aber okay. Dann ist es halt eben so. Und vorsichtig, Susi, nicht, dass wir da ins Gebüsch außerdem reinkommen. Dann riecht sich ja mal wieder darüber auf. Weil sie kann ja schon recht hoch springen und meine auch recht weit, finde ich jetzt.
Aber okay. Das sieht vielleicht auch nur so aus. Dann, wir reiten hier so schön in der Natur. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass wir das nächste Turnier echt besser wieder hinbekommen. Aber wir üben wir dafür auch nicht mehr so. Ich muss das ja eigentlich hinhauen. Aber nicht, dass das andere jetzt sehr irgendwann, man darf gar nicht mehr sozusagen üben, also man sollte schon üben. Ja. Aber wie gesagt, man hat ja einfach gemerkt, wo wir für Springen mal nicht andauernd geübt haben, war das Springen an sich nie schlecht gelaufen sozusagen. Also wir konnten dann eigentlich wiederum immer recht gut eigentlich über die Hindernisse und haben eigentlich über den ersten Platz eigentlich mal gemacht, ne? Und jetzt auf einmal irgendwie gar nicht mehr sozusagen. Also, das stellt man schon so ein bisschen komisch. Nur weil wir anscheinend ja mal geübt haben. Aber ich meine, mit anderen Sachen ist es schon manchmal mal sinnvoller, wenn man dafür ein bisschen üben tut und als wenn man halt eben nicht üben tut. Egal bei welcher Sache, außer halt eben jetzt hier natürlich. Ne? Also das ist jetzt gerade hier so ein bisschen ausgegrenzt. Aber bei anderen Sachen sollte man eigentlich schon üben. Noch ein bisschen springen üben, Susi. Damit du ein bisschen an deiner Kraft üben kannst. Ja. Wie kann man echt besser über Hindernisse kommen. Noch besser als überhaupt. Auch wenn es manchmal wahrscheinlich ein bisschen immer an mir liegt. Das kann natürlich auch sein. Aber wie gesagt, das sehen wir doch dann mal. Und vielleicht sollten wir beim nächsten Mal nicht zum Turnier hinreiten, ich glaube, das haben wir auch mal gemacht, sondern wir starten gleich auf dem Turniergelände, weil ich glaube, das ist wirklich dann einfach sinnvoller und besser. Stall, da. So, dann gehen wir kurz mal in den Stall, packen alles runter von ihr. Obwohl ich eigentlich mal was testen möchte. Ich möchte einmal nur das hier machen und einmal die Lounge einfach mal dran machen. Luxus-Lounge. Prima! Zack, und dann sage ich Longierplatz. Es geht sogar nämlich. Sehr cool. Boah, jetzt hat sie nämlich den Sattel nämlich noch auf. Hihihi. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Ups. Egal. Bei den üben wir jetzt einfach nämlich wirklich mal einfach mit dem Sattel. Vielleicht kann man dann irgendwie noch ein bisschen mehr jetzt hier machen. Aber ich möchte jetzt nicht auf die Leertaste kommen, weil dann gehen wir wahrscheinlich wieder zurück, nämlich in den Stall. Das will ich hier. Das haben wir ja auch schon mal mitbekommen, ne? Also. Weil vielleicht wird sie dann irgendwann noch müder, also schneller müde, weil er ja noch der Sattel auf hat. Aber mal schauen. Klar, dass man auch jetzt nie nochmal sagen kann, hier setze ich da auch das Pferdchen mal. Das finde ich auch so ein bisschen schade, dass man das echt nicht machen kann. Das hätte ich jetzt lustig gefunden. Dass jemand anders denn sozusagen da in der Mitte steht und sie longiert und sie darf dafür auch auf dem Pferd drauf sitzen. Aber man kann ja nicht alles haben. Ich meine, das ist ja auch ganz schön sozusagen so. Man sieht das Pferdchen, wie sieht das ja nicht so nackig aus. Ich meine, man kann ja auch mal so machen, dass man einfach Formen reitet, sie schon ein bisschen longiert, aber dann kann man kaum noch springen oder so üben. Weil dann haben wir sie schon immer recht doll ausgepowert.